Herzlich willkommen bei Future of Future, dem Podcast, in dem es darum geht, wie kann eine Slow Future funktionieren. Slow Future heißt, es geht nicht nur um Technologie und wie wir damit ganz schnell ganz viel Geld verdienen, sondern es geht darum, wie wir auf Basis von Werten unsere Zukunft wirklich konsistent verändern. Dazu lade ich mir verschiedene Menschen ein, die dazu eine ganze Menge zu sagen haben. Heute im Studio, und dazu müssten wir jetzt als Hintergrundmusik irgendwas einspielen wie Walking on the Moon von The Police oder vielleicht Rocket Man von Elton John oder Man in the Moon von R.E.M. Da wir uns das alles aufgrund der GEMA-Gebühren nicht leisten können, schlage ich vor, Sie machen im Hintergrund Ihre Musik an. Und lassen Sie parallel zum Podcast ein bisschen laufen. Dann haben Sie das volle Gefühl der besten Zusammenstellung, die man nur haben kann. Warum aber diese Musik heute? Wir haben als Gast einen Astronauten in Spe. Und zwar nicht irgendjemanden, sondern Leon Kelly. Ja, genau, den Leon Kelly. Aber dieser Leon Kelly, der ist an der Duke University und studiert dort Astrogeologie und Astrobotanik und im Nebenfach noch irgendetwas Technisches. Und er wird uns erklären, wie die Welt aussieht, wenn man sie vom Mond betrachtet. Wie vielleicht auch die ganze Weltraumforschung, das Thema der Astronautik und alles, was damit zu tun hat, unsere Welt hier unten in einem anderen Licht betrachtet und mit neuen Ideen versehen wird. Jetzt bleibt nur noch eins. Musik im Hintergrund an, die Titel haben Sie, und Spot auf Leon Kelly. Herzlich willkommen in der Zukunft, Leon. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Max. Also, Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich total. Wir kennen uns ja eigentlich schon echt lange, so seit 2 Jahren oder so haben wir uns ja mal vor 2 Jahren auch erstmal getroffen. Und das klingt jetzt so, als wenn wir wahnsinnig gute Freunde wären, aber ich finde das trotzdem nett, dass du sagst. Na gut, wir sind jetzt nicht, wir treffen uns jetzt nicht jeden Sonntag, aber wir haben uns ja vor 2 Jahren das erste Mal ja getroffen und auf dem Hof meines Vaters. Und da haben wir ja schon lange, lange miteinander geredet und da habe ich ja schon viel erzählt von meiner Vision, von meinen Träumen etc. Und da meintest du dann schon damals, dass ob wir schon mal was aufnehmen wollen und jetzt nach 2 Jahren konnten wir es realisieren. Ich meine, damals waren das ja noch Träume, heute ist es ja schon Realität geworden. Das ist ja das, was ich so faszinierend finde. Und ich meine, was ist Realität geworden? Das muss man sich jetzt auch mal vorstellen. Für alle, die jetzt zuhören, Leon studiert quasi Raumfahrt, Astronomie, Astro, alles Mögliche mit einem Schwerpunkt auf Astrogeologie und Astrobotanik. Ist das ganz richtig? Genau. Ja, und, also, und im Nebenfach noch irgendwas Technisches. Ja, also ich habe mich, ich bin ja gerade in meinem Bachelorstudiengang, also meinen Bachelor mache ich gerade. Und mein Major offiziell sozusagen heißt, man muss ja irgendwas angeben, ne? Heißt Earth and Climate Sciences. Und dann im Nebenfach studiere ich dann halt eben Biologie, aber mit dem Schwerpunkt Botanik. Und dann nochmal im Nebenfach dann nochmal Elektrotechnik und Computer Engineering. Also, um das mal kurz zusammenzufassen, weil es ja so viel, weil es so wie so ein Salat klingt, ne? Weil man muss halt, es ist halt so, sag ich mal, man startet erstmal so auf der allgemeinen Basis und dann kann man immer weiter tiefer gehen. Weil jetzt lege ich schon mal sozusagen die Schienen dahin in die Astrogeologie und dann die Astrobotanik halt eben sozusagen zu gehen. Weil man, es gibt keine Uni auf der Welt leider, die genau diesen Studiengang für dich hergibt oder halt, dass du das halt eins zu eins so studieren kannst, weil jeder muss ja erstmal auf dem allgemeinen Level anfangen. Und dann, und jetzt sozusagen hingehend meines Studiums, werde ich Kurse nehmen, aber auch Forschung betreiben, die sozusagen mich näher sozusagen in die planetare Wissenschaft, Astrogeologie, Astrobotanik sozusagen bringt. So kann man es jetzt Okay. Du studierst das ja auch nicht irgendwo, sondern du studierst das an der Duke University in den USA. Ja. Und wie ich gelesen habe und nachdem ich das alles so durchgeblättert habe, habe ich
so ein bisschen den Eindruck, das ist so eine der renommiertesten Universitäten, die man dafür eigentlich überhaupt erwischen kann. Ist das richtig? Ja, also Duke University ist, also die meisten kennen halt Duke generell von den ganzen Rankings. Also sie sind halt eben international auf Platz 25 der Welt und in den USA auf Platz 7. Also sie sind halt eben sehr nah an sehr krassen Universitäten, wie zum Beispiel jetzt Harvard. Also die arbeiten sehr viel mit diesen Universitäten zusammen. Und generell, die Studenten sind eigentlich auf dem gleichen Level wie Harvard-Studenten oder sonstiges. Weil man muss sich vorstellen, zum Beispiel in meinem Bewerbungszyklus waren es, glaube ich, über 50.000 Bewerber und eine unter 5%ige Annahmerate. Und dann nochmal für internationale Studenten ist es dann nochmal viel geringer, weil sich bei internationalen Studenten sich halt einfach viel mehr Leute auf viel weniger Plätze sozusagen bewerben. Ja. Und da liegt die dann, glaube ich, bei Duke war das bei meinem Bewerbungszyklus irgendwie bei 2,4%, die Annahmerate für internationale Studenten. Also sehr, 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 sehr wenige Leute werden genommen. Wie schafft man sowas? Ich meine, man kommt ja nicht einfach dahin und sagt, hey, ich bin der Leon und ihr kennt mich eh alle. Ich meine, du kommst ja da einfach hin und sagst, was musstest du, irgendwie eine Aufnahmeprüfung machen? Oder? Also erstmal braucht man Glück. Das ist erstmal so die erste Zutat gefühlt. Also es ist manchmal, also viele, viele sagen, ich habe mit vielen Leuten geredet, die sehr viel Ahnung haben, die bei Unis wie Harvard, Duke schon studiert haben und die meinten, es ist oft echt Glück teilweise. Aber natürlich brauchst du auch erstmal, um, sag ich mal, beachtet zu werden oder erstmal sozusagen in Betrachtung gezwungen zu werden, brauchst du erstmal einen sehr starken Hintergrund. Also man bewirbt sich ganz normal. Es gibt in den USA so einen standardisierten Test, der heißt SAT oder ACT. Das nehmen so die meisten Highschool-Studenten so im letzten Jahr. Das ist dann so Mathe und Englisch. Hm. Ich habe ihn tatsächlich nicht genommen. Man durfte sich jetzt wegen Corona sozusagen ohne diesen Test bewerben, weil das als internationaler Student ist ein bisschen nervig, da muss man so nach Zentrale gehen und bla bla. Und da dachte ich mir, na, mache ich nicht. Ich habe aber auch einen Englisch-Test gemacht in meinem letzten Schuljahr bei Cambridge. Das kennen, glaube ich, auch. Okay. Cambridge Certificate in Advanced English. Das kann, glaube ich, jeder machen, der will. Das habe ich dann C1 gemacht. Das reicht dann halt eben auch aus, schickst du dahin und dann mit deiner Bewerbung. Also du schreibst halt eben ganz viele Essays, also deine Persönlichkeit ist sehr, sehr wichtig. Dann gibst du deine ganzen Sachen an, was du gemacht hast, also was du aus der Schule gemacht hast, in der Schule gemacht hast. Deine ganzen Noten natürlich sind sehr, sehr wichtig. Natürlich brauchst du das Abitur, ganz klar. Und also es dreht sich halt einfach sehr, sehr viel auch um Essays schreiben, also halt eben sozusagen Aufsätze, die du schreibst. Da kriegst du dann zum Beispiel... Was sind das für Themen in den Aufsätzen? Das finde ich faszinierend, weil es geht ja doch mehr um dich persönlich dabei, oder? Ja, absolut. Also persönlich, da geht es eigentlich nur um Persönlichkeit. Da redet man eigentlich gar nicht um seinen akademischen Laufbahn, gar nicht. Man redet nur, was sozusagen man denkt, und was man, weil die wollen dich als Person kennenlernen, so ist möglich. Ja. Zum Beispiel, es gibt den Personal Essay, das ist so der wichtigste, den schickst du an alle Unis, bei denen du bewirbst, an alle. Und da darfst du über alles schreiben, was du willst. In 650, an wie viel Unis hast du dich beworben? Ich habe mich bei 7 oder 8 beworben. Ich habe mich unter anderem noch bei Harvard beworben, bei Princeton, bei Stanford, bei bei anderen noch. Harvard hat mir sogar ein Interview gegeben, tatsächlich sogar. Das war auch ganz cool. Aber da ist vielleicht gleich mehr. Aber zu dem Essay zum Beispiel, da kannst du überschreiben, was du willst. Alles. Aber in 650 Wörtern. Also in diesem Essay schreibt man eigentlich so über sich selbst praktisch. Und ich zum Beispiel, kann ich hier mal ein Beispiel geben, ich habe drüber geschrieben, ich bin in einer Familie groß geworden, wo alle Musik machen, wo alle Sport machen, aber ich hatte nie Lust an Musik, ich hatte keine Lust, Sport zu machen. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich mit meinem Vater darüber diskutiert habe, dass ich keinen Sport machen will, dass ich keine Musik machen will als Kind. Und darüber habe ich ein bisschen geschrieben. Also das fand ich ganz schön eigentlich. Gibt es viele in eurer Familie, die mit der Tradition der Musik brechen? Nee, gar nicht. Es gibt noch Helen zum Beispiel, die macht ja ihr eigenes Ding in London. Ich stehe ja sogar in London. Also ich bin einer der wenigen Akademiker in der Familie. Ich bin ja auch immer innerhalb meiner Familie ersten Grades, bin ich auch der Einzige, der studiert. Also mein Bruder studiert tatsächlich nicht. Der hat sich gegen das Studium entschieden. Meine Eltern haben nicht studiert. Ich denke mal, meine ganze Schwester, die ist schlau. Ich glaube, die kriegt das hin. Meine
größere Schwester natürlich auch, die ist auch schlau, aber sie mag Schule nicht so gerne. Also sie ist eher so ein praktischer Typ. Deswegen wird sie wahrscheinlich in eine Ausbildung gehen. Da sehe ich sie auch mehr. Ich glaube, da wird sie erfolgreicher drin sein. Ja, kannst du mal Und gucken, in diesem Podcast bist du auch der Einzige, der studiert. ja, aber man muss auch sagen, studieren ist auch gar nicht so wichtig. Ich finde, es wird oft überbewertet. Ich finde, man sollte echt nur studieren, wenn man es auch wirklich will. Wenn man wirklich Ahnung hat, ey, 100%, ich will jetzt ein Studium machen, weil das wird mich da und dahin bringen. Weil wenn man wirklich eine Ahnung hat, was man mit dem Studium machen möchte, dann sollte man wirklich studieren gehen, meiner Meinung nach. Und Das für ja. alle, die jetzt gerade noch zuhören und sich mit dem Thema Bildung beschäftigen, ist eine der wichtigsten Aussagen dieser Welt, glaube ich, Ja. dass man wirklich nur das macht, wozu man dann auch wirklich etwas macht oder Absolut. machen will. Ja. Denn niemandem nutzt ein Studium etwas, wenn man nur für irgendeinen Abschluss studiert, den man eigentlich gar nicht selber unbedingt 100 haben Prozent, will. das unterschreibe ich sowas von. Natürlich, man braucht Spaß dabei. Man soll Spaß am Leben, am Studieren haben und dann macht das Ganze auch Genau. Spaß, Aber wirklich. wir kamen von deinem wahnsinnig wichtigen Essay zurück Ja. und dass das eben doch für alle, ja, deine Persönlichkeit als erstes mal Ja. entscheidet, bevor du da Ja. überhaupt irgendwie was lernst. Ja. Und dann, ja, also dann hat man diesen Essay erstmal, diesen Hauptessay über 56 Wörter, wo du über alles, deine Persönlichkeit, deine Entwicklung oder sonst was schreiben darfst. Und dann gibt es nochmal für jede Uni selber, haben die nochmal sozusagen Fragen. Zum Beispiel bei Duke war zum Beispiel eine Frage, warum Duke? Also warum willst du dich da bewerben? Warum willst du da überhaupt hingehen? Musst du in 250 Wörtern sagen. Und dann durfst du ein bis zwei schreiben. Ich habe einen geschrieben, noch einen anderen, darüber, wie ein Gewissenserlebnis in meinem Leben die Sichtweise auf mich selbst sozusagen verändert hat. Oh wow. Ja, da habe Magst du ich so. sagen, was das für ein Erlebnis Ja, war? gerne, gerne. Also ich habe ja mit meiner Familie die Panamericana gemacht. Ja. Und wir waren an der Grenze von Honduras und Nicaragua. Und da kam uns dann eine Flüchtlingsfamilie entgegen, die zu Fuß von Venezuela auf dem Weg in die USA war. Und Wow. zu Fuß. Die hatten kleine Kinder dabei, eine Wow. Frau war sogar schwanger. Und wir haben denen natürlich Essen gegeben, wir haben denen Kleidung gegeben, weil es war auch kalt. Und es ist, und es hat mich wirklich so berührt, weil ich habe einfach gemerkt, dass wir hier in Deutschland, also einfach nur der Fakt, dass ich in Deutschland geboren wurde, dass das mir einfach ermöglicht, zu studieren, also einfach zur Schule zu gehen, Zugang zu Medizin, einfach Infrastruktur, ein sicheres Leben, Lebensqualität, all diese Privilegien, die ich hier in Deutschland genossen habe, habe ich wirklich nie so wirklich vor der Reise, finde ich, wahrgenommen oder wirklich wertgeschätzt, finde ich persönlich. Und ich habe Ja, einfach, ja, sorry. jetzt sehr ruhig. Ja, ich hab einfach wirklich gelernt, dadurch mein Leben wertzuschätzen. Also wirklich, und habe einfach gemerkt, dass mein Leben eine riesige Chance ist, dass diese Menschen theoretisch gesehen alles dafür geben würden. Die würden so weit laufen, zu Fuß, nur für die Hoffnung, so ein Leben irgendwie zu führen, was ich habe. Und ich habe einfach gemerkt, dass dieses Leben, was ich habe, das Geschenk bekommen habe, wirklich so viel wert ist und dass ich wirklich dieses Leben auch nutzen sollte, um einen positiven ja, Eindruck in der Welt ja, zu hinterlassen. Und Ja, damit, mit dieser Aussage könnten wir fast schon einen Schlusssatz machen, weil das ist so groß, das ist so wertvoll. Aber wir wollen ja noch einen Schritt weiter, wir wollen ja noch ins All, weil du studierst ja nicht nur Panamericana, das wollte ich noch fragen, wie wart ihr denn unterwegs? Ja, wir waren mit dem Wohnmobil unterwegs tatsächlich. Ja. Okay. Ja, Ja. das ist, und dann die ganze, also nur deine Familie jetzt oder Ja, noch mehr ersten Grades. von ersten Richtig, Grades, ja. richtig. Ja, Ja, das ja. muss man bei Kelly hier immer nachfragen, weil Wohnmobil hat ja eine gewisse Tradition bei Ja, euch. ganz genau. Und insofern, nein, aber ich finde das großartig, so wie du das auch beschrieben hast, weil genau das ist eigentlich auch das, was mich immer fasziniert. Wie können wir es schaffen, dass immer mehr Menschen eigentlich das Leben haben, was wir nicht träumen, sondern was wir eigentlich genießen dürfen? Ja. Und jetzt kommen wir mal zu deiner Sichtweise auf die Zukunft und so ein bisschen auf das All, Sehr weil du gerne. studierst ja nicht nur Astrogeologie und Astrobotanik, habe ich das richtig gesagt? Ja, richtig. Sondern du bist ja auch noch am ROTC Air Force Programm der Ganz genau. United States eingeschrieben. Wie kommt man jetzt da rein? Ist das so ein Ding, wo man sagt, ey, wenn der an der Duke ist, dann nehmen wir den sowieso mal? Oder war das auch noch wieder ein Bewerbungsprozess? Das war kein Bewerbungsprozess tatsächlich. Also genau wie du gesagt hast,
Ist nämlich so, dass jede Uni oder fast jede Uni ihr eigenes ROTC-Programm hat. Also da sind halt eben Militärleute, die sozusagen Leute rekrutieren für die Air Force, für die Armee, für sozusagen auch die Navy etc. Also du, da bin ich zur Air Force hingegangen, weil ich gesagt habe, ey, ich finde das eigentlich ganz cool. Ich finde, eine Militärausbildung ist wichtig. Ich will nicht ins Militär gehen, aber ich möchte eine Militärausbildung haben. Und deswegen habe ich dann gesagt, habe ich dann angeschrieben, den Captain, und ich habe ihn gefragt, ey, dürfte ich als internationaler Student mitmachen? Und er meinte, ja, darfst du. Und ich darf natürlich aber nicht in die Air Force gehen, weil ich keine amerikanische Staatsbürgerschaft habe. Und ja, das kam dann hat er gesagt, ja, komm gerne rein, komm dazu. Und das war's dann eigentlich. Damit hast du ja quasi all das bekommen, was du haben wolltest. Du darfst sowieso nicht zum Militär, aber kannst daran teilnehmen. Ist ja perfekt. Ganz genau. Also es ist, ich finde es perfekt. Aber es kommt natürlich auch zum gewissen Preis. Man muss zweimal die Woche um 5 aufstehen, neben dem Studium. Man muss halt auch nebenbei halt eben auch Sport machen, weil man auch getestet wird, damit man auch weiter. Hey, du musst doch Sport machen jetzt. Ja, ich muss. Man steht um 5 auf, um Sport zu machen, sicherlich. Und wow. Da muss man noch. In der Woche noch, also unter der Woche dann auch nochmal Sport machen, um halt auch fit zu bleiben und halt wirklich dann sich zu verbessern auch, weil das von denen erwartet wird, dass man halt eben das auch macht. Und dann noch, dann hat man auch noch 2 Klassen. Also man wird halt wirklich unterrichtet in Militärgeschichte, in Strategie, in Leadership, Followership. Also dass man wirklich einfach eine starke Persönlichkeit, eine starke Persönlichkeitsentwicklung einfach durchmacht. Dass man lernt, ein starker Anführer zu sein, aber auch vor allem mit Leuten zusammenzuarbeiten, weil Anführer sein hat ja nicht nur Aspekte, jemanden zu sagen, ja, mach das und das und das, sondern man muss ja als Anführer, man ist ja für den Erfolg des Teams ja verantwortlich. Man muss ja wirklich das Team unterstützen, man muss Hand in Hand mit den anderen gehen und mit denen zusammenzuarbeiten, mit die motivieren und halt eben die inspirieren auch, weiterzuarbeiten. Und das ist halt, und das lernt man alles in dem Programm. Und deswegen, mir macht es mega viel Spaß, ich finde es mega cool. Deswegen war es die richtige Entscheidung. Ja, ich kann da von meinem eigenen Sohn auch berichten, der ist inzwischen 22 und der hatte früher auch mal Notfallsanitäter gemacht. Oh, wow. Und das bei den Johannitern und dann bei der Feuerwehr sogar die Ausbildung begonnen, hat dann allerdings festgestellt, dass das für ihn so nicht funktioniert und wird jetzt doch Pilot. Oh, wow. Und er hat jetzt seine Pilotenausbildung fast fertig, aber er sagt, dass diese Zeit auch des Notfallsanitäters ihm so viel gibt, dieses Umgehen mit Situationen, dieses klare Entscheidungen treffen, dieses sich wirklich auf den Menschen fokussieren, weil es geht ja darum, Leben zu retten und so weiter. Und damit dann auch wirklich in seinem Job jetzt wahnsinnig viel weiterzukommen. Ja. Also ich kann das nur unterstützen, sowas ist irre wichtig. Absolut, 100%. Aber sag mal, warum will man eigentlich Astronaut werden? Vielleicht, weil man im Notfall die Chance haben will, die Erde schnellstmöglich zu verlassen, wenn es mal brenzlig wird? Oder was ist die Motivation dafür? Nee, also ich will nicht die Erde schnellstmöglich verlassen oder sowas im Notfall. Ich will niemanden zurücklassen. Astronaut sein, auch für dich. Also ich habe dieses Bedürfnis, Astronaut zu werden, einfach entwickelt, schon vor vielen, vielen Jahren, wo ich für mich einfach generell Weltraum, also Faszination am Weltraum sozusagen entdeckt habe. Und dann habe ich gesagt, mir selber gesagt, Leon, du wirst einmal in deinem Leben hochfliegen. Das ist dein Traum, das ist dein Ziel im Leben. Du willst es einmal mindestens, egal was es kostet, ich werde es einmal tun. Ich werde alles dafür für meinen Traum tun und bin höchst motiviert, weil es einfach so, es entfacht einfach in mir, hat einfach in mir ein Feuer entfacht, dass ich gesagt habe, ich will da einmal hoch. Und ich will das nicht nur für mich, sondern ich will das für die ganze Menschheit machen. Ich will das, und deswegen, es ist einfach, einfach aus der Faszination heraus. Einfach, ich bin so, ich kann es so schwierig beschreiben, weil ich so eine starke Leidenschaft einfach für, weil ich beschreibe es meistens immer so, wenn du eine Person zum Beispiel liebst, sage ich mal, du kannst gar nicht so ergründen, warum die Person liebst, weil du sie einfach liebst, aus dem Herzen aus, du magst sie einfach. Und das ist teilweise bei mir einfach genauso wie mit dem Weltraum, auch wenn es vielleicht ein bisschen kitschig klingt, aber es ist einfach so, dass ich so fasziniert vom Weltraum bin, dass ich sage, ey, da fühle ich mich sicher, ich will das weiter erforschen und ich will da selber hin.
sozusagen. Liebe ist einer der stärksten und wichtigsten Motivatoren, um Zukunft zu gestalten. Absolut. Ich meine, nicht umsonst trage ich ein Amore-T-Shirt, weil ich immer finde, es wird viel zu wenig darüber geredet und alle reden immer über, ja, Fähigkeiten und ich will wirtschaftlich was erreichen, ich will das und das. Ja. Aber dass es auch um Liebe geht und dass, wenn es um Liebe geht, du sowieso alles andere mitnehmen kannst, das ist den wenigsten eigentlich bewusst. Ja. Ich finde das eine großartige Assoziation von dir. Hat man dann, wenn man Astronaut werden will, beginnt man dann auch die Erde oder das, was wir hier machen, anders zu betrachten? Oder ist das einfach, also ich meine, wenn du das mal so vergleichst mit anderen, die Freunden, Bekannten oder so der allgemeinen Medienöffentlichkeit, kriegt man dann ein anderes Bild, wenn man zumindest schon mal in Gedanken die Welt von außen sieht? Ja, also ich denke schon, dass man dann generell, es ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, dass man oft halt eben auch, man denkt auf jeden Fall sehr zukunftsorientiert, das definitiv, also es passt auf jeden Fall hier zum Thema, weil man einfach generell sozusagen auch ein bisschen wirklich, man betrachtet schon wirklich die Erde so ein bisschen von außen, würde ich sagen. Also man denkt schon so ein bisschen größer einfach teilweise. Also ich meine, der Traum, sag ich mal, Astronaut zu werden, ist ja auch wirklich groß. Also man muss ja auch wirklich weit in die Zukunft planen und man muss ja auch, sage ich, auch mal mit der Zeit gehen. Also die Welt verändert sich ja in den nächsten 10, 20 Jahren sehr stark. Wir werden sehr viel, sage ich mal, sehr weiter in den Weltraum expandieren. Und ich denke, das vor allem ist so das Denken von vielen angehenden Astronauten, dass man einfach sozusagen, Du glaubst, wir werden weiter in den Weltraum bewegen. Das heißt also, diese ganzen, was wir heute noch als Science Fiction, so Star Trek und Star Wars und so weiter kennen, du glaubst, davon wird ein Teil Wirklichkeit? Oder? Also so Star Wars und Star Trek, ich bin ein riesen Star Wars-Fan zudem. Also ich liebe Star Wars. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Aber es ist natürlich so, ist nicht, dass jetzt wir mit Lichtgeschwindigkeit Gestern habe ich eine Pressemeldung gelesen, dass die Warp-Technologie jetzt doch wahrscheinlich möglich ist und man sogar schneller als Lichtgeschwindigkeit wird reisen können. Warp ist natürlich ein sehr interessantes Thema. Ich liebe es auch. Ist ja von Star Trek und Star Wars sehr stark geprägt. Diese Idee vom Warp-Antrieb ist aber wirklich sehr, sehr schwer umzusetzen. Auch aus physikalischer Sicht. Aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Aber wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, ist zum Beispiel das Artemis-Projekt von der NASA jetzt zum Beispiel. Mhm. Denn die sind ja gerade dabei, haben jetzt die Astronauten ja auch schon längst vorgestellt, die jetzt nächstes Jahr einmal um den Mond herumfliegen werden. Mhm. Dann 2025, 2026 werden dann wieder Menschen auf den Mond geschickt. Weil, was viele nicht wissen tatsächlich, 2031 stürzt unsere ISS ab. Die wird sozusagen manuell in die Atmosphäre gesteuert, weil die einfach jetzt langsam aus ihrer Umlaufbahn halt eben immer weiter geht und man muss jetzt langsam sagen, muss verabschieden von der, weil das halt einfach nicht so lange, sag ich mal, geht mit der Gravitation etc. und der Umlaufbahn wird halt immer schiefer und dann wird die irgendwann auf jeden Fall in die Erde fallen und deswegen muss man die jetzt manuell 2031 abstürzen lassen, bevor es dann, sag ich mal, zu spät wird und dann ein unkontrollierter Absturz wird. Ja, und deswegen brauchen wir sozusagen eine neue Station. Und das Artemis-Projekt ist ja dem gewidmet, dass wir wieder erstens auf den Mond gehen und tatsächlich eine Mondstation aufbauen. Also wir sind jetzt dabei, sozusagen in diesem Jahrzehnt eine Mondstation aufzubauen. Das ist Fakt. Das will NASA machen. Und die ziehen es auch wirklich durch mit dem Artemis-Projekt. Die meinen es richtig ernst jetzt. Großartig. Und ich finde es auch unfassbar. Und das ist auch, weil das ist auch so der Grund, warum ich mich so für mein Studium entschieden habe in diese Astrogeologie und Astrobotanik-Bereich. Wenn ich mal kurz mal da ist, wenn ich darüber reden will, weil... Ja, unbedingt, weil Astrobotanik, das interessiert mich am allermeisten, weil da ist so auch für die meisten, glaube ich, Zuhörer hier... Ja. Man kann sich was drunter vorstellen, aber man kann es nicht glauben. Ganz genau, ja. Man denkt irgendwie, dass irgendjemand ausgedacht hat oder sowas, weil es irgendwie Begriffe sind, so Astro und Geologie zusammengemischt,
was soll das überhaupt sein, weißt du? Also ich fange jetzt mal bei Astrogeologie an, meinem Hauptfach sozusagen, Ja, ne? danke. Weil da will ich mich zum Beispiel in der Geochemie sozusagen Okay. spezialisieren. Also was ich dann zum Beispiel machen möchte, als Beispiel, als Astronaut zum Beispiel, ich bin dann auf dem Mond hoffentlich und sitze dann da und werde dann die Böden sozusagen von dem Mond analysieren. Weil in diesen Böden ist zum Beispiel, es sind Metalle drin, Sauerstoff ist da drin, das man sozusagen wiederverwerten kann. Also man kann sozusagen aus diesen Böden Metalle und Sauerstoff extrahieren, die man sozusagen auch nutzen kann für Raketentreibstoff tatsächlich sogar. Also man kann diese Metalle, man kann Asteroidengestein oder halt Mondgestein halt auch wiederverwerten. Und dafür braucht man halt eben Chemiker oder Geochemiker, die das halt sozusagen machen. Und halt eben dazu, in der Astrogeologie gehört natürlich auch dazu, dass man geologische Features, also halt eben so Sedimente zum Beispiel, analysiert, die Bodenstruktur analysiert, dass man einfach jemanden da oben hat, der sozusagen, ja, wie hier auf der Erde, wie was Geologen machen, einfach auf dem Mond machen, ne? Praktisch Sind das gesehen. eigentlich noch andere Metalle dann, die wir da oben finden, als die, die wir hier N können? Nein, also das ist natürlich Aluminium, Eisen, solche Ah. Sachen. Also die kennen wir, die können wir gebrauchen, sage ich mal. Und dann zum Beispiel auch jetzt die Astrobotanik, das finde ich, ist auch ultra, weil ich liebe Pflanzen, ich liebe Natur. Ich stelle mir da immer so richtig schön so diese Glashäuser vor, die man so in den ganzen Weltraum-Science-Fiction-Romanen Ja. und Comics immer so sieht, so diese riesen Glaskuppeln, unter denen dann irgendwas wächst. Hat das irgendwas damit zu tun? Jein, also es kommt, glaube ich, ganz darauf an, wie die NASA sozusagen das dann umsetzt, dann die Gewächshäuser, weil ist ja klar, wenn wir, sage ich mal, auf dem Mond fliegen und da eine Kolonie halt eben errichten wollen, muss sie sich ja auch zu einem gewissen Grad selbst versorgen. Wir können ja leider nicht, wie bei der ISS, da jeden Tag hinfliegen, gefühlt, sondern die müssen sich ja auch ein bisschen selbstständig sein, müssen die ja. Und dementsprechend bräuchten die ja auch, oder sollten zumindestens, auch halt eben Pflanzen haben, die sie halt eben als Nahrung verwenden können. Da ja auf dem Mond ja ein bisschen Gravitation halt eben herrscht, ist es auch ein bisschen einfacher als sozusagen im Weltraum selber, wo es ja Schwerelosigkeit herrscht, weil man halt sozusagen dann Pflanzen hat, die auch im Sediment sozusagen bleiben können. Und dann kann man eben da auch Pflanzen züchten, die man halt eben essen kann, an denen man forschen kann. Und das halt, das ist auch Astrobotanik. Also man einfach Pflanzen im Weltraum oder in der Schwerelosigkeit, in einer ganz fremden Umgebung, das ist sozusagen Astrobotanik. Werden Pflanzen im Weltall möglicherweise andere Inhaltsstoffe entwickeln als auf der Erde? Nein, also ich denke, kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Also wir haben ja auch auf der ISS haben wir auch Pflanzen, ne? Also Ja. da wird ja auch an Pflanzen geforscht, also wird ja auch Astrobotanik betrieben, weil das ja so ultra wichtig ist, weil wir halt eben Pflanzen brauchen für eine Kolonialisierung einer neuen Oberfläche. Aber Pflanzen sind ja Pflanzen und Das die heißt, passen. Möhre bleibt Möhre. Ja, also bestimmt, Wird es gibt. keine Science-Fiction-Möhre. Nein, also man kann es natürlich vielleicht so betrachten, dass wenn man. Es gibt ja Evolution, gibt es ja. Also Organismen, die passen sich ja auch an gewisse verschiedene Umgebungen, sage ich mal, an. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn zum Beispiel auf dem Mars oder auf dem Mond, da herrscht ja auch geringere Gravitation. Also müsste sich, könnte sich, könnte schon sein, sich, dass das Wurzelwerk vielleicht ein bisschen verändert von der Möhre. Um vielleicht fester im Boden zu sein oder sich einfach an dieses ja vielleicht nicht so starke komprimierte Sediment vielleicht ein bisschen zu gewöhnen einfach. Weil das ist ja schon anders. Also jeder Organismus muss sich ja irgendwie anpassen. Weil zum Beispiel, das kann man auch damit eigentlich ganz gut erklären, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Marskolonie hätten, als Beispiel, und die jetzt da mehrere Generationen, sag ich mal, auch sich fortpflanzen würden, dann würde irgendwann tatsächlich der menschliche Körperbau, also die Knochen, sich auch sozusagen an die Gravitation vom Mars oder vom Mond anpassen. Und dann könnten die sehr schlecht wieder auf die, auf dem, auf, also die Kinder, die, sag ich mal, an die Gravitation des Mars sozusagen, ihren Knochen sozusagen daran gewöhnt sind, könnten nicht unbedingt oder nicht wirklich wieder auf die Erde zurückkommen, weil
ihre Knochen so gebaut sind, dass sie halt eben diese starke Gravitation von der Erde nicht aushalten würden. Also man sieht, jeder Organismus, der passt sich auch an die Umgebung nach vielen Generationen auch an. Also würden wir dann dementsprechend im All oder auf solchen Stationen länger leben können oder hat das damit gar nichts zu tun? Ich würde sogar fast sagen, dass wir wahrscheinlich sogar eher nicht länger leben würden da drauf, weil das Ding ist natürlich, weil es auch eine sehr starke Belastung für den Körper ist. Weil, okay. Bei unser ich dachte, Körper, wenn die Gravitation fehlt, ist es vielleicht weniger Belastung. So in meinem Leider eher nicht, weil das Ding ist halt, unser Körper ist ja hier für die Erde gemacht sozusagen, also für die Gravitation, für diese Umgebung. Und wenn wir jetzt, sag ich mal, in die Schwerelosigkeit gehen, dann bauen unsere Muskeln und Knochen massiv ab. Also Schwierigkeit ist ja, nicht gut, okay. Gut für den Körper. Also lange Zeit können wir das nicht aushalten, weil wir sonst irgendwann gar nicht mehr gehen könnten auf, mit Gravitation. Deswegen gehen auch nur die Einsätze von Astronauten nur ein paar Monate. Und also es sollte nicht zu lange sein, weil man sonst einfach zu stark abbaut. Und also es ist für den Körper nicht wirklich förderlich, sag ich mal, ins All zu gehen. Aber ich merke schon, du willst so eine Art Biofarmer auf dem Mond werden. Dann ja, also man kann, ich sag mal zu jemandem immer so aus Spaß, ich glaube, jeder kennt ja den Marsianer, den Film, also Matt Damon als mit der Rolle. Ja. Das will ich werden, sozusagen. Also das kann man, ihm ja als junger Matt Damon auch nicht ganz unähnlich, also das kommt ja sogar hin. Also, das ist so ungefähr, was ich machen will. Also, fände ich richtig cool. Also, das stell ich mir so als Traum vor immer, weißt du? Also, da mal irgendwo zu sein und eine Pflanzenkolonie, sag ich mal, zu haben und da meine Böden da zu analysieren, etc. Das finde ich schon eigentlich sehr, sehr aspirierend, ja. Geht es dann tatsächlich darum, in deinen Gedanken die Zukunft auf den Mond oder in andere Planeten hin zu verlagern oder geht es dann auch darum, dort, was auch immer man da lernen kann, das kann ich mir nicht vorstellen, zurück zur Erde zu bringen und hier dann die Menschen davon profitieren zu lassen? Ja, also ich als Astronaut sozusagen bin ja ein Entdecker für die Menschheit, sage ich mal. Also ich bin ja im Dienste des Volkes, bin ja sozusagen ein Vertreter dann, ne, für mein Land, und gehe dann sozusagen für mein Land, für die Menschheit sozusagen im Weltraum, um sozusagen neue Erkenntnisse über unsere Herkunft und über halt eben unser Sternsystem, über unser Universum, sag ich mal, zu finden. Und da ist es dann auf jeden Fall der Plan, dass man gegebenenfalls Sachen auch wieder zurück zur Erde bringt oder halt eben vor Ort, sag ich mal, Sachen neu erforscht und auch generell einfach diese Leistung oder dieses Achievement, dass man auf eine andere Oberfläche, sag ich mal, kommt, auf einen anderen Planeten, das ist ja für unsere menschliche Spezies einfach ein Riesenerfolg. Also dadurch merken wir Menschen einfach, wie viel wir erreichen können, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir zusammenhalten, wenn wir, sag ich mal, fortschreiten wollen. Also das finde ich so schön auch am Astronautenberuf, dass man einfach für die Menschheit generell einfach der was zurückgeben kann, dass man einen guten Eindruck, dass man einfach was Gutes hinterlassen kann für die Nachwelt, für auch generell für uns einfach, dass wir vielleicht mehr Klarheit über unsere Existenz bekommen und alles, ja. Wie siehst du mit deiner Idee des Astronauten denn überhaupt die Welt zurzeit? Also die verschiedenen Nationen, die verschiedenen Menschen, die verschiedenen Systeme, die hier alle existieren. Hat das aus deiner Perspektive eigentlich einen Sinn oder würdest du da sagen, das könnte man optimieren in der Zukunft? Was meinst du genau mit verschiedenen Systemen? Naja, so verschiedene politische Systeme, verschiedene Wirtschaftssysteme, verschiedenes gesellschaftliches Zusammenleben. Wir haben ja zwischen Afrika, Asien, Europa, Amerika, obwohl wir ja überall Menschen haben, doch sehr, sehr große Unterschiede darin, wie die doch zusammenleben oder auch welche Idee sie von der Welt haben. Dann kommt noch der ganze religiöse Teil dazu, der teilweise bis hin in den Wahnsinn geht.
ja, wenn du so aus der Sicht dessen, was du vorhast, mal so auf die Welt guckst, was könntest du da für einen Tipp geben oder was wäre so deine Idee, was wir da anders machen sollten? Ja, also ich finde persönlich einfach mal zusammenzuarbeiten, zusammenzuhalten. Also das finde ich ultra, ultra wichtig, weil ich liebe andere Kulturen. Ich liebe, im Grunde sind wir alle Mensch. Wir sind alle dieselbe Spezies. Wir sind alle so wundervoll und einzigartig, dass wir so viel zusammen erreichen können. Weil zum Beispiel, das finde ich mal das schönste Beispiel, weil man sagt ja immer, ach, die Welt, die können sich ja nie einigen auf etwas. Aber, die ISS zum Beispiel, dieses einzige Projekt, was alle Nationen auf der Welt zusammen errichtet haben. Und das finde ich mal so schön an Raumfahrt. Raumfahrt verbindet total stark alle Kulturen. Egal, ob es ein anderes politisches System ist oder ob die andere Kultur haben, andere Religion haben. Raumfahrt oder generell Wissenschaft verbindet die Menschen interkulturell oder auch international, auf internationaler Ebene immer. Und deswegen bin ich auch so ein Riesenfan davon, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, weil andere Kulturen und andere politische Systeme haben auch andere Meinungen und andere Sichten und andere Perspektiven auf Dinge. Und das ist doch eigentlich was Gutes. Also du kannst immer dann mehr reflektieren, du kannst mehrere Punkte halt dann, weil dadurch siehst du auch vielleicht Sachen, die du noch gar nicht bedacht hast, weil die das mit ganz anderem Auge sehen. Und deswegen finde ich es so schön, mit anderen Kulturen und anderen Menschen halt eben zusammenzuarbeiten auch. Und das ist ja auch der Sinn der Raumfahrt, auch der ISS. Da sind ja immer verschiedene Astronauten von verschiedenen Nationen. Also das ist ja das Schöne so, weißt du? Also deswegen ist für mich übrigens völlig faszinierend, was du da gerade beschreibst, weil auf der ISS, da ist ja auch Russland, da ist Amerika, da ist Europa, da ist China mit involviert. Und da werden alle, diese Sachen vergessen. Und alle vertragen sich dort, alle haben gemeinsame Ziele und tauschen Informationen und so etwas aus. Ich frage mich immer, wie kann es sein, wenn bei einem solchen grandiosen Projekt, wo wir wirklich fast das gesamte Wissen, was wir haben, zusammenschmeißen müssen, alle miteinander auskommen. Wie kann es dann auf der Erde einen Krieg geben, um für mich nicht nachvollziehbare Hintergründe? Definitiv, 100%. Und deswegen sage ich ja, also die Welt, auch hier auf Erden, nicht nur im Weltraum, sollte einfach mehr zusammenhalten. Weil wir müssen einfach auch in der Zukunft, also wenn wir Klimawandel, wenn wir Ressourcenknappheit oder sonstige Probleme lösen wollen, müssen wir einfach zusammenarbeiten und auch lernen, vielleicht politische Differenzen, kulturelle Differenzen vielleicht auch mal beiseite zu legen. Genau wie auf der ISS. Da interessiert es niemanden, ob man jetzt von Russland ist, ob man von USA ist, ob man von Deutschland ist. Da arbeitet man zusammen, weil man weiß, dass es ein etwas Größeres gibt, weil man auf etwas hinarbeitet zusammen, weil beide davon profitieren werden, egal ob man anders denkt oder sowas. Man weiß, beide werden davon profitieren. Und das ist ja auch so. Also wenn wir, sag ich mal, für den Klimawandel zusammenarbeiten, wissen wir, dass wir unsere Welt erhalten können und dass es ja schön ist. Ja. Kann es vielleicht sein, dass wir auf der Erde hier uns die falschen Ziele setzen, dass wir vielleicht die falschen Prioritäten haben, dass wir uns vielleicht um Kleinigkeiten kümmern, die eigentlich gar nicht so wichtig sind, sondern dass wir mehr das Große im Blick haben sollten? Du hast jetzt schon öfter auch das Thema Liebe und Zusammen und so weiter verbracht. Deshalb frage ich mich, wir werden ja auch hier immer ausgebildet. Du musst besonders viel Geld verdienen, du musst besonders viele Sachen auf deine Seite ziehen. Ich finde das immer sehr, sehr schwierig. Die gesamte Schullaufbahn schon und die gesamte Gesellschaft erklärt mir ja immer, wenn du etwas besser machst als andere, wenn du andere auch ein bisschen austrickst, dann bist du ein echt cooler. Also das ist so ein bisschen das, was vielfach übrig bleibt, finde ich. Ja, also ich finde persönlich, man sollte einfach vielleicht auch einfach manchmal ein bisschen zukunftsorientierter vielleicht auch mal denken. Also dass man einfach als Gesellschaft, sage ich mal, weltweit, aber auch einfach als, zum Beispiel als deutsche Gesellschaft, einfach in die Zukunft, dass man einfach ein schönes Zusammenleben, sage ich mal, fördert. Und dass man halt, es gibt natürlich immer Differenzen in der Gesellschaft, immer. Aber es sollte auch trotzdem immer, sage ich mal, im Fokus stehen, dass man einfach die Atmosphäre
einfach eine schöne Atmosphäre in der Gesellschaft, sage ich mal, fördert, also kultiviert. Einfach, weil es mag sein, dass es kleine Differenzen gibt, aber trotzdem ist mein Appell immer, dass man auch trotz dieser Differenzen zusammenarbeiten kann, dass man trotz der Differenzen Spaß haben kann. Aus dieser Sicht verstehe ich das vom Astronauten sowieso, weil du siehst natürlich das Ganze auch in deinem Kopf, was andere wahrscheinlich nicht sehen. Die gucken ja nur aus dem Fenster in der dritten Etage oder wo auch immer sie sitzen und sehen wahrscheinlich nur sehr beschränkt. Du hast wahrscheinlich schon auch ein größeres Bild. Dieses größere Bild, was du aber beschreibst, das rückt für mich selbst das, was jetzt gerade in aller Munde diskutiert wird, wie künstliche Intelligenz, die ja angeblich unsere Gesellschaft und unsere Welt verändern soll, ein ganzes Stück in den Hintergrund, weil sie mir vor dem Bild, was du gerade aufgezeichnet hast, fast, ja nicht unwichtig, aber doch sehr viel unwichtiger erscheint als das, was wir heute daraus machen. Wie würdest du das sehen? Also KI meinst du jetzt zum Beispiel? Ja, genau. Also das ist eine gute Frage, weil KI, weil ich bin tatsächlich, ich bin noch kein großer Techniker oder sowas, deswegen ich finde mal KI sehr, sehr interessant, weil wir schreiten ja auch vor. Und deswegen entwickeln wir uns ja auch, sage ich mal, unsere Technologie entwickelt sich ja mit uns sozusagen. Ja. Und ich finde diesen Schritt, dass man sozusagen halt KIs auch entwickelt, sehr, sehr wichtig. Weil sie können uns in der Tat im Alltag sehr, sehr gut helfen. Zum Beispiel ChatGPT als bestes Beispiel. Benutze ich viel lieber als Google teilweise. Weil wenn ich aber eine Frage habe, kann ich einfach diesem KI-Modell, sage ich mal, die Frage stellen. Und es gibt mir eine gute Antwort. Und dann muss ich nicht irgendwie zwischen 10.000 Links erstmal suchen, meine Antwort irgendwie zusammensuchen, sondern kriegt direkt eine richtige Antwort. Also ich finde, KI kann sehr, sehr hilfreich sein, 100%. Und ich finde es auch sehr gut, dass wir uns technologisch so weiterentwickeln. Aber andererseits müssen wir natürlich auch aufpassen, ist ja klar, weil KI kann ja auch theoretisch gesehen gefährlich sein in der Zukunft. Noch ist es ja nicht so, aber ich denke persönlich, dass wir aber auch schlau genug sind als Spezies, dass wir einen Stopp, sage ich mal, kennen. Also dass wir, sage ich mal, dass wir lernen, KI in der Zukunft so zu gestalten, dass es uns hauptsächlich einfach nur hilft, anstatt zu schaden. Und das ist ja auch bis jetzt so. Also KI hat ja unsere Gesellschaft bis jetzt eigentlich nur sehr stark bereichert. Und deswegen habe ich eine positive Sicht auf KIs. Und bin auf jeden Fall auch, freue mich auf die Modelle, die in der Zukunft auch entwickelt werden. Ich glaube werden. Auch, dass sie auch deine Arbeit natürlich sehr unterstützen kann, weil man natürlich sehr viele Sachen berechnen, voraussehen und analysieren kann, was vorher eben nicht ging. Ja. Und heute wird KI, finde ich, nur leider Gottes oft sehr, sehr falsch verstanden und falsch eingesetzt. Ja. Denn die meisten Leute denken, ich kann damit jetzt E-Mail schreiben oder so etwas. Sie vergessen immer das Large Language Model dahinter. Und das heißt ja zunächst mal, das Ding kann alle Sprachen. Das heißt, das spricht nicht nur Englisch, Deutsch, Französisch, Mandarin, sondern eben auch alle DNA-Codes. Es spricht alle astronomischen, physischen Formeln. Es spricht einfach alles, was wir auf der Welt entdecken können und irgendwie aufschreiben. Ja. Und kann uns das gesamte Wissen quasi in der Form, die wir jetzt gerade brauchen und in der Sprache zusammen ausgeben. Ich glaube, damit können wir eine ganze Menge Welt verändern. Allerdings glaube ich, dazu brauchen wir, und da komme ich wieder zurück auf deine Sicht, erstmal eine Sicht darauf, was wir überhaupt verändern wollen. Denn im Moment höre ich dann eben immer, ja, ich kann dann 10 Programmierer entlassen, wenn ich jetzt mit KI arbeite. Das ist ja totaler Bullshit. Ich würde ja lieber die Programmierer behalten und würde überlegen, wie kann ich mein Geschäftsmodell so erweitern, dass ich 10-mal so viel Geld oder 10-mal so viel positive Substanzen auf dieser Erde entwickle, definitiv. Als etwas anderes zu tun. Ja, ich finde auf jeden Fall, dass das KI wirklich oft in diesem Kontext leider verwendet wird, dass sozusagen dadurch Menschen ersetzt werden oder so. Und ich finde das falsch. Also man so, weil es wird ja oft gesagt, dass jetzt, sag ich mal, KI Jobs übernehmen wird. Und das mag auch sein, dass KI irgendwann, sag ich mal, gewisse Jobs, die durch KI einfach ersetzt werden können. Zum Beispiel Bahnfahren ist ja auch, wird dann vielleicht auch automatisiert, etc. Und dass das dann, sag ich mal, effizienter gestaltet wird durch KI etc. Das mag sein, aber das ist ja auch
einfach Entwicklung. Das ist ja, das gehört ja zu der Technologie einfach dazu. Weil in den letzten Jahrhunderten, Jahrzehnten gab es ja immer wieder, dass Jobs, sage ich mal, dass Jobs verschwunden sind, dass Jobs aufgetaucht sind. Und für die Menschen, die zum Beispiel jetzt, sage ich mal, den Job zum Beispiel dann verlieren, leider durch KI, wird aber trotzdem eine neue Möglichkeit wahrscheinlich geschaffen. Und In der Regel ist es tatsächlich so, dass die meisten Jobs aufgewertet werden können ja, durch in KI, der weil Tat. Menschen dadurch tatsächlich Fähigkeiten bekommen, die sie vorher nicht hatten oder Ja. umsetzen können, die es vorher einfach nicht ging. Ja. Und KI kann vielleicht sogar im Gegenteil nicht die Leute ersetzen, sondern halt eben den Leuten dabei helfen, ihren Job noch besser zu machen, vielleicht. Und ich glaube, dass KI hauptsächlich nur Vorteile hat. Und glaube ich auch nicht wirklich diese menschliche Einzigartigkeit auch ersetzen kann. Weil, und deswegen glaube ich, sollte man sich nicht so starke Sorgen machen, dass KI jetzt alle Jobs auf der Welt übernehmen wird und alle ihre Jobs verlieren werden durch KI. Kann ich mir nicht vorstellen, weil wir Menschen so einzigartig sind, dass KI das nicht ersetzen kann, finde ich. Aber lass uns noch mal einen Sprung ins All machen. Was wird Ja. denn deine Arbeit im All gegebenenfalls verändern für die Menschheit? Wird sie Jobs, wird sie Menschen überflüssig machen oder das Leben auf der Erde irgendwann? Nein, also unser Zuhause bleibt unser Zuhause und ich finde, dass also meine Arbeit auch als Astronaut soll auch dem dienen, dass wir, sage ich mal, auf unserer Erde bleiben können. Also, aber was ich mit meiner Arbeit halt eben machen möchte, ist, dass wir sozusagen dass wir uns einfach weiterentwickeln, dass wir es schaffen, auch weiter außerhalb unserer Komfortzone, sage ich mal, unserer Erde sozusagen, auch weitergehen können. Dass wir wissen, dass wir auch einfach über den Horizont hinausgehen können, dass wir auch auf anderen Planeten, auf anderen Oberflächen wohnen können und die besiedeln. Denn schließlich bringt das auch einfach viele einfach Erkenntnisse auch über unsere Erde auch, wie wir sozusagen unsere Erde beschützen können, wenn wir zum Beispiel von der ISS oder so zum Beispiel über unser Klima viel erfahren. Und all diese Dinge können, also ich finde einfach, die bringen uns einfach sozusagen als menschliche Spezies weiter. Dass wir einfach sehen, wir können viel erreichen. Und ja, aber trotzdem ist ja immer noch unsere Erde unser Zuhause. Und deswegen ist ja immer noch der Appell, dass wir zusammenarbeiten sollen, dass wir eine unfassbar coole Spezies sind, die einfach zusammenarbeiten kann und auch unsere Erde behalten können. Weil das ist ja auch das ist unser einziges Zuhause, was wir haben, was uns sozusagen mag und was uns aushält, weil wir hier halt eben auch atmen und leben können in aller Ruhe. Deswegen müssen wir dieses Zuhause schützen. Ich will, ja. Wir sind eine unfassbar coole Spezies, die, wenn sie zusammenarbeitet, alles erreichen kann. Leon, wir sollten das irgendwo in Stein meißeln. Das ist gigantisch. Und wenn wir das auch noch mit, wie du vorhin schon ansprachst, mit Liebe miteinander machen, ich glaube, Ja, da kommen wir eine ganze Menge weiter. absolut, 100%. Deswegen, meine Arbeit ist nicht dem gerichtet, sage ich mal, so schnellstmöglich wegzukommen von der Erde oder so, sondern das soll einfach zeigen, was für eine coole Spezies wir sind. Dass wir sozusagen wirklich es schaffen, Leute irgendwo da hinten, ganz, ganz hinten, in Millionen Kilometer weg von unserer Erde, da hinzuschicken und die machen da irgendetwas. Wie cool ist das denn, frage ich mich. Und das zeigt doch einfach, wie unfassbar wir als Spezies sind. Und wie unfassbar wir sozusagen unsere eigene Welt dann auch sogar noch gestalten können. Und das finde ich so schön am Astronautenberuf, dass man einfach sieht, wie wir Menschen über uns hinauswachsen können. Wenn wir. Wer nach diesem Satz jetzt nicht das Gefühl hat, wir haben eine positive Zukunft vor uns, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Aber natürlich müssen wir unsere Blickwinkel vielleicht ein bisschen verändern. Vielleicht hilft manchmal der Blick von außen. Vielleicht hilft es auch manchmal irgendwie, sich einfach mit Leon Kelly zu unterhalten, der tatsächlich, finde ich, auf eine unglaublich verständliche Art und Weise uns erklärt hat, wie die Welt funktioniert, wenn man mal von draußen drauf guckt. Vielen Dank, Leon. Dankeschön. Ja, ich freue mich schon, hier zu sein, weil ich liebe, über das Thema Zukunft zu reden, weil ich bin generell ein Mensch, der sehr viel in der Zukunft lebt, eigentlich eher, weil ich habe ja einen Traum und ich möchte das erreichen,
100%. Also ich gebe alles dafür. Es ist meine Leidenschaft, meine Passion. Und ich würde mein Leben geben, da hochzufliegen. Ich würde es 100% tun, weil ich einfach dafür brenne und einfach liebe. Und deswegen, ich lebe tagtäglich in der Zukunft, weil ich mir denke, wie kann ich meinem Traum, sage ich mal, jeden Tag, morgen, in der Woche, im Monat, in 2 Jahren, in 3 Jahren näher kommen? Und was kann ich sozusagen in der Zukunft machen, damit ich meinem Traum näher komme? Und deswegen liebe ich über das Thema Zukunft zu reden, weil ich halt einfach immer sehr viel auch in der Zukunft plane. Lieber Leon, ich freue mich heute schon darauf, dass wir noch weitere Folgen davon aufnehmen werden, vielleicht nach jedem Semester oder wie auch immer. Erzähl mir dann, wann es gut ist. Ja. Weil mich fasziniert auch tatsächlich, wie du vielleicht deine Denkweise noch weiter änderst oder spezifizieren wirst, je mehr du dich mit dem Thema auseinandersetzt. Definitiv. Und wenn wir dann irgendwann wann glaubst du, bist du oben, in wie vielen Jahren? Also voraussichtlich sollte ich, also hoffentlich, das ist sozusagen mein Best-Szenario, in 15 Jahren sozusagen als Astronaut, sag ich mal, zugelassen sein schon. Weil ich kann dir mal so ein bisschen so einen Überblick bringen, was ich halt eben machen will. Mein Bachelor, das ist 2027 bin ich dann fertig. Dann mein Master obendrauf. Dann bin ich, dann nach 2 Jahren, also dann bin ich sozusagen um die 25, 26, glaube ich, wenn ich es richtig gerade rechne. Und dann nach meinem Master bin ich tatsächlich schon erlaubt, darf ich mich bewerben als Astronaut. Und dann aber fange ich schon meinen Doktor an. Und also wissenschaftliche Arbeit sozusagen. Und gehe ich dann auch in die USA, dann mache ich will ich unbedingt bei Caltech, also California Institute of Technology, ist Platz 1 auf der Welt für Geologie etc. Die sind genau auf dem gleichen Level wie MIT oder Harvard, also unschlagbar sind die. Und bei dem will ich mein PhD, also mein Doktor machen. Das geht dann auch um die 5 bis 6 Jahre. Und da sollte ich dann halt eben Anfang 30 oder genau 30 praktisch sein, wenn ich dann fertig bin sozusagen. Und währenddessen sollte ich mich hoffentlich schon bewerben können als Astronaut, wenn nicht sozusagen, oder danach. Also ich hoffe, dass ich sozusagen mich als Astronaut bewerben darf, Ende 20, Anfang 30 das erste Mal. Wow. Ja. Ja, also bleibt alle eingeschaltet oder hört immer wieder rein. Ich glaube, mit diesem relativ konkreten Fahrplan, bist du dann eigentlich schneller als das Artemis-Projekt oder kannst du dann da gleich mit durchstarten? Das wäre vielleicht noch. Also das Artemis-Projekt wird wahrscheinlich ein bisschen jünger wird jetzt in diesem Jahrzehnt sozusagen stattfinden. Also wir wollen ja schon nächsten. Na gut, aber es bleibt dann ja ein bisschen stehen. Ja. Also ich werde auf jeden Fall, denke ich, dann hoffentlich einer der ersten Europäer sein, die dann am Artemis-Projekt teilnehmen dürfen und halt eben auf dem Mond hoffentlich fliegen dürfen. Es wäre ein Traum, nicht nur für mich, sondern, glaube ich, auch für die ganze Nation. Deswegen, ja. Leon, auf die ganze Welt. Daumen. Ich drücke die Daumen und vielen lieben Dank. Freue mich riesig für dich. Super. Weil, das wollte ich auch nochmal gesagt haben, weil das klingt jetzt immer so riesig, so große Träume und sowas, aber ich will an jedem, der auch hier zuhört, einfach mal appellieren, egal wie groß deine Träume sind, du kannst es immer erreichen, weil muss man sich mal vorstellen, es gibt immer, jemand muss es machen und warum nicht du? Das sage ich mir immer. Und weil Astronaut sein, das klingt immer so abstrakt und so krass und sowas, aber wenn du alles gibst für deinen Traum, wenn du alles gibst, wenn du eine Passion hast, wenn du eine Leidenschaft hast, es ist immer wert, diesen Traum zu folgen, egal wie alt du bist. Und deswegen bin ich auch so positiv gestimmt darüber. Deswegen, ich mache mir keine Gedanken darüber, ach, schaffe ich es nicht oder schaffe ich es doch, ach, das ist ja so schwierig und sowas, mache ich mir keine Gedanken darüber, weil ich es einfach mache und ich werde sehen, ob ich erfolgreich sein werde, weil ich gebe alles und wenn man alles gibt, wird man am Ende auf jeden Fall erfolgreich sein. Nur unterstützen, ja. Und da stehe ich auch für, weil das ist, dazu müsste ich jetzt was über mich erzählen, ist aber deine Folge hier, nicht meine.
Und deshalb ganz, ganz lieben Dank auch dafür, dass du bei allem, was du da oben im All vorhast, so bodenständig bist und so völlig entspannt und normal. Und das finde ich großartig, weil das musst du auch erstmal hinkriegen. Ja, danke schön. Vielen lieben Dank. Aber ich bin ja auch nur ein Mensch, ne? Also egal. Das ist egal, das Geile daran. Ja. Weil egal wie hoch man, sag ich mal, fliegt, man ist immer noch. Super, danke dir, Leon. Das war Future of Future mit Leon Kelly, der Podcast für die Slow Future, in dem es darum geht, welche Werte verändern die Welt und welche Menschen stecken dahinter. Das können ganz Berühmte, ganz wenig Berühmte, das können Menschen sein, die auf jeden Fall eine Idee davon haben, mit welchen Werten sie unsere Welt gestalten wollen. Und ich lade Sie heute schon ein, bei der nächsten Folge dabei zu sein, wenn es wieder heißt The Future of Future mit, wenn Sie einen besonderen Wunsch haben, gerne auch in den Kommentaren. Herzlich willkommen in jedem Fall in einer Slow Future, die auf Werten und nicht nur auf Technologie basiert.